Schmerz ist für diesen Mann nur eine Erinnerung aus einem anderen Leben. Shifu Shiheng Yi ist Meister des Shaolin Kung Fu. Sein Leben ist bestimmt von Disziplin. Es geht um Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Kondition, Kraft. Auch Pete steht auf Geschwindigkeit, aber bitte mit Krach und dem Geruch von Benzin. Da, wo ich mit dem Laster hinkomme, da laufe ich auch nicht zu Fuß hin. Jetzt wartet die Challenge seines Lebens auf Pete. Er soll die drei Prüfungen des Kung Fu bestehen. Der Tracker aus Leidenschaft wird in einem Shaolin-Kloster von Shifu Shiheng Yi trainiert. Und nach nur 5 Tagen muss er beweisen, ob er den Prüfungen des Kung Fu gewachsen ist. Hol mein Lastwagen, ich hau hier ab, das geht gar nicht. Pete, der Tracker, gibt alles. In einem Kampf auch gegen sich selbst. Doch wird das reichen? Oh, leck mir den Arsch. Nein. Auch wenn es hart wird. Er muss trotzdem durchhalten. Vergiss es. 2 Männer aus 2 Welten in einer gemeinsamen Mission. Eine erfolgreiche Challenge für Pete. Jetzt entrau dich doch. Freaks am Limit. Hoch im Norden, das Emsland. Ein ländliches Idyll an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Hier in der 600-Seelen-Gemeinde Groß-Bersen lebt Pete. Seit einem Jahr arbeitet der 50-Jährige als LKW-Fahrer in einem Zementwerk. Pete ist Trucker mit Leib und Seele. Moin! Moin, Peter. Und Brenner in Ordnung? Oh, alles läuft. Ja, super. Bis vor kurzem ging Pete noch auf große Fahrt quer durch ganz Europa bis nach Marokko. Sein Maskottchen ist immer dabei. Alles ein Symbol der Freiheit. Und wenn ich auch hier im Nahverkehr bin und die sehen meinen Adler, dann wissen die ganz genau, dass er nicht nur im Kirchturm gefahren ist, sondern dass er auch noch andere Sachen vollbracht hat. Klar, Pete. Und das war ja eine ganze Menge. Ich bin keiner, der so im Rudel läuft. Ich tue oder ich mache das, was mir Laune gibt oder wo ich Spaß dran habe. Und das nenne ich halt Freiheit, dass man wirklich so leben kann, wie man will oder möchte. Ganz anders im Shaolin-Kloster Otterberg. Meister Shiheng Yi ordnet dem Kung-Fu und dem Shaolin-Orden alles unter. Seit seinem 4. Lebensjahr perfektioniert er seinen Kampfstil. 8 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also Disziplin gehört auf alle Fälle zu den Hauptprinzipien und Haupteigenschaften, die ein Mensch mitbringen sollte, wenn er hier im Kloster bestehen will. Klösterliche Disziplin und meditative Bescheidenheit spielen in Pietes Leben keine Rolle. Ganz im Gegenteil, je wilder, desto besser. Hauptsache, es macht Krach und fährt. Für mich ist immer so, wenn ich so einen Rennwagen so sehe oder ich weiß, was man damit machen kann. Und wenn man damit fährt mit so einem Auto und da fliegt ein bisschen Dreck ins Gesicht, sage ich jetzt mal, und man riecht den Motor, man riecht das Benzin, das ist für mich sehr wichtig, weil es ist halt eine Lebenseinstellung. Rennbuggies sind Pietes einziger Sport. Und warum? Klar, weil das im Sitzen geht. Ich und Sport, das sind Sachen, also wenn ich durch ein Kaufhaus laufe und da sind irgendwo Jogginganzüge, die auf dem Ständer hängen, dann kriege ich Schweißausbrüche, das war mein Sport. Da, wo ich nicht mit dem Laster hinkomme, da laufe ich auch nicht zu Fuß hin. Für die Mönche des Shaolin undenkbar, ihre Körper trainieren sie zu Höchstleistungen an der Grenze des Unmöglichen. Es geht um Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Kondition, Kraft. In seinem kleinen Heim in Groß-Bersen hatte sich Pete zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sonja gemütlich gemacht. Seit 17 Jahren sind die beiden ein Paar. Mein Lebensstil ist anders. Mein Style oder so wie ich rumlaufe, das bin ich. Ich brauche mich nicht verstellen. Und wenn jemand nicht mit mir klarkommt, das ist nicht meine Wellenlänge, sag ich mal. Und wenn Pete mit der Welt da draußen nicht klarkommt, mal sehen. Denn, lieber Pete, hier ist deine Herausforderung. Du wirst die nächsten 5 Tage in einem Shaolin-Kloster verbringen. Nichts wird mehr so sein wie zuvor. Nach 5 Tagen härtestem Training wirst du dich am letzten Tag den 3 Prüfungen des Kung Fu stellen müssen. Ihr habt ja wohl eine schiefe Naht am Gehänge, wa? Okay. So wie Kung Fu? Alter Schwede. Ich komme bestimmt wieder, dann bin ich ein Knoten. Er ist eigentlich kein Sportler. Ist er nicht. Ja, wenn ich wiederkomme, kann ich mir einen Arsch Nüsse knacken. Ich dachte, vielleicht laufen, joggen.
Vielleicht auch noch Boxen. Hallo, aber Jogger riechen. Ja. Die muffen nur vor sich hin, die Jogger. Das ist auch nicht gesund. Du freust dich innerlich. Ja, ich finde das gut. Ich, ja, nee, ich wollte es nur richtig sehen. Ja, du findest das ich super. Schätze, ich lache mich den ganzen Tag kaputt darüber. Hauptsache, der alte kackt da ab in Kaiserslautern bei den komischen Mundsteinen. Ja, nee, ich finde das okay. Nimm mit. Die Trennung fällt schwerer als erwartet. Erst gegen Mittag kann sich Pete von seiner Sonja losreißen und die lange Fahrt in die Pfalz beginnen. Mach ich mal die Sau klar, aber ich hab dich lieb, Maus. Tschüss, ne? Tschüss. Tschö. Ich melde mich, ne? Okay. Ich bin überzeugt, dass er das gut packt, weil er sehr ehrgeizig ist. Wenn er was hat, dann geht er mit Biss dabei. Sonja hält große Stücke auf ihren Pete und auch er selbst ist noch ganz zuversichtlich. So, ich krabbel ungefähr, ich sag mal, am Tag 20, 30 Mal steige ich in meinen LKW ein und aus. Das sind mehrere Stufen, das Ding ist ein bisschen höher. Und dadurch habe ich ja jede Bewegung, die man überhaupt haben kann. Nach 6 Stunden erreicht Pete den Shaolin-Tempel erst gegen Abend. Viele Stunden später als geplant. Und der erste Tag ist schon fast vorbei. Wammel habe ich gar nicht mehr im Moment. Das ist schon eine ganz geile Geschichte hier, glaube ich. Aber weiß ich, mal gucken, was so kommt. Pietes erste Schritte in eine ihm unbekannte Welt. Die nächsten Tage im Kloster der Shaolin werden für ihn zum Kampf gegen das Scheitern. Hi! Hallo! Hi! Ja, ich bin der Pete. Hallo, wir rein. Ja. Fange ich mal da an. Hallo. 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 Moin. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin der Pete. Hallo. Hallo, Pete. Ja. Ich bin Ab Chiang Song. Herzlich willkommen im Shaolin-Tempel hier in Otterberg. Ja. Wie heißt sie? Ab Chiang Song. Das ist Chiang Yi Shifu. Das ist der Meister, der für dein Training zuständig sein wird. Gleich. Pete lernt die Challenge kennen, der sich in nur 5 Tagen stellen muss. Vergiss es. Der Tracker stellt sich der Herausforderung und dem Schmerz. Wie so doll! Oh Mann, meine Fresse! Scheiße! 2 Männer, eine Challenge. Meister Shi Heng Yi bereitet den Tracker Pete auf die 3 Prüfungen des Kung Fu vor. Doch erst erklärt der Shaolin-Abt Shi Hang Song genau, welchen Herausforderungen Pete sich stellen muss. Die erste Prüfung, der hängende Mann. Kopfüber hängend muss Pete 20 Mal Wasser aus dem unteren Eimer in den oberen schütten. Deine Aufgabe wird also sein, das Wasser vom unteren Eimer in den oberen umzufüllen. Ja, man hat mich selten sprachlos, aber im Moment meine Fresse. Habt ihr keinen Schlauch? Ich sehe das hier so, die machen das, als wenn es ein Spiel ist. Also ich denke, wenn ich da oben hänge, das sieht irgendwie so aus wie eine Wurst beim Schlachter. Bei dieser Übung geht es insbesondere ums Durchhaltevermögen. Und da muss Pete dann gucken, dass er einfach Willenskraft beweist. Und in diesem Fall auch Disziplin. Und das ist die 2. Prüfung, die Pfähle. Willenskraft und Disziplin sind der Schlüssel zum Erfolg bei allen Aufgaben. Beides benötigt Pete auch, wenn er eine Chance haben will, diese Basisübung des Kung Fu zu meistern. Deine Aufgabe wird also sein, dass du auf Pfosten einen Stand stehst mit einem Stock auf den Beinen, der nicht fallen darf. Mann, wer denkt sich nur so eine Scheiße aus? Meine Fresse. Letztendlich geht es um die Balance. Und wir sagen, wenn er Balance in seinem Stand hat, trägt sich das auch über in das Leben und er ist standhaft in seinem Leben. Guck schon, wo der nächste Busbahnhof ist. Wir sind ja nicht so weit von der Zivilisation hier weg. Ich probiere es auf jeden Fall aus, klar. Die 3. und schwerste Prüfung, der Zweikampf. Shaolin-Mönche sehen ihr Kung-Fu mehr als Kampfkunst, denn als Kampfsport. Ziel des jahrelangen Trainings ist das Ausschalten von Angreifern um jeden Preis. Der Zweikampf mit einem Kung-Fu-Meister garantiert dem Gegner große Schmerzen. Du wirst in deiner Prüfung gegen einen Lehrer, den du dann noch nicht kennst bis dahin, antreten, damit der sehen kann, was du gelernt hast. Bis dahin.
vergiss es. Und das macht wirklich Spaß. Es ist immer schön, mit einem Meister trainieren zu können. Tut zwar mehr weh, aber darum lernt man auch so schnell. Wie ist mit dem Eishockeyanzug, wa? Und es ist sehr wichtig, dass Pete einfach lernt, dass manchmal im Leben Dinge kommen, die sind unerwartet. Was Pete einfach lernen muss, ist wirklich die Dinge, die ich ihm diese Woche beibringe, anzuwenden. Wenn er das schafft, wird er bestehen. Zeit für Pietes erste Einweisung ins Klosterleben. So, ich erkläre dir mal kurz den Tagesablauf. 5.30 Uhr aufstehen, 6 Uhr Trainingsbeginn, 3 Stunden Training, Frühstück. Danach ist Morgenzeremonie, dann arbeiten für den Tempel. 17 Uhr beginnt das Abendtraining, bis 21 Uhr, 45, 22 Uhr. Abendessen und dann Abendzeremonie. Hast du Fragen? Nee, ich lasse das einfach locker auf mich zu kommen, weil ich kann mit der ganzen Bude noch nichts anfangen. Ich sag so, wie es ist. Okay. Tag 1 geht zu Ende, ohne eine einzige Trainingsstunde. Dass ich hier so spät angekommen bin, ich glaube, das ist kein Problem. Ich habe mir die Leute angeguckt, ich glaube, das sind doch keine Menschen, das sind irgendwie Roboter, weil die bestehen nur aus Muskeln und Stahlgelenke. Und wenn ich mich daneben so hinstelle, dann komme ich mir vor, echt wie so ein nasser Sack. Aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Ein Tag Vorbereitung, der fehlt, ist bei der Zeitspanne enorm. Also man wird es merken, sowohl im Ablegen der Prüfung als auch in der Qualität, wie er die Prüfung ablegen wird. Dann gebe ich dir mal einen Schlüssel. Alles klar. Ja, danke schön erstmal. Ne? Dann macht man so, ne? Ja, danke schön. Ne? Nur ganz allmählich wird dem Emsländer klar, worauf er sich eingelassen hat. Doch ab jetzt gibt es für ihn kein Zurück mehr. Ja, meine Fresse, jetzt sitze ich hier in so einem komischen Kloster und so langsam wird mir echt mulmig. Da kommt so ein Kung-Fu-Kämpfer an und erzählt mir alle einen vom morgen harten Training und so weiter. Ich lasse mich mal überraschen, dann schauen wir mal, was hier alles so abgeht. Der zweite Tag beginnt für Pete mit einem ungewöhnlichen Weckton. Boah, scheiße, fucking Germany. Schon nach der ersten kurzen Nacht hat Pete eigentlich genug vom eintönigen Klosterleben. Lass uns mal lieber aufstehen, bevor so eine Teufelskralle hier durch die Tür fliegt. Ja. Meine Fresse, das ist die Vorstufe zum Tod hier. Hier hörst du nichts, hier hörst kein Radio, keine Mucke, gar nichts. Ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten Tagen wohl extrem viel Sport betreiben muss, was ich in meinem Leben ja nie gemacht habe und habe mich auch immer ein bisschen davor geschützt, sage ich jetzt mal. Ich will hoffen, dass mein Muskelkater nicht so heftig wird und ja, dass mein Körper halt das aushält, was sie hier von mir verlangen. Guten Morgen, Pete. Dein Training beginnt. Sportlich ist es natürlich eine enorme Herausforderung, was er sich da vorgenommen hat. Und ja, er wird sehr viel leiden wahrscheinlich in den Tagen, um das alles meistern zu können. Pete hat seit 25 Jahren keinen Sport mehr getrieben, raucht wie ein Schlot und meidet nicht motorisierte Bewegung, wo immer er kann. So betrachtet schlägt er sich beim Joggen ganz gut. Also letztes Mal bin ich gelaufen, da war einer hinter mir her. Versuchst einfach mitzumachen. Doch Pete hat sich beim Laufen komplett verausgabt. Jetzt versucht er, sich vor den kräfteraubenden Qigong-Übungen zu drücken. Wenn wir Bodybuilding machen, ist das für die äußeren Muskeln, für die äußere Ausprägung. Und Qigong ist sozusagen für die innere Kraft. Ist schwierig, Pete? Mal schauen, wie es funktioniert. Bei uns in Asien ist es ein bisschen umgekehrt. Wir erklären nach dem Machen. Probier es am besten einfach. Pete hat immer größere Probleme. Shifu Shi Heng Yi muss sich jetzt um ihn ganz persönlich kümmern, um ihn bei der Stange zu halten. Alter Schwede. Scheiße, was zieht das? Das zieht richtig in die Beine. Und da ich den ganzen Tag sitze, ist das natürlich nur toll. Am Anfang ist es schwierig. Ja, sehr schwierig. Ja. Aber mit der Zeit wird es besser. Und denk dran, dein Rücken gerade. Wie heißen diese Schmerzen? Faulheit.
Komm, mach weiter. Ja, mach mal eben, jetzt machen wir wieder an so Muskeln irgendwie. Wenn er für sich selbst sagt, er kann es nicht mehr und hat die eigene Disziplin im Kopf nicht, wird er es nicht schaffen. Die Regeln im Kloster sind unerbittlich. Das Frühstück müssen sich die Mönche durch ausgiebiges Training erst verdienen. Auch Piet hat sich diesen Regeln unterworfen. Jeden Tag geht das Training nach dem 6-Kilometer-Lauf über Berg und Tal mit kräftezehrenden Übungen bis 9 Uhr weiter. Erklären, wo es wehtut, kann ich gar nicht. Ich überlege gerade, wo es nicht wehtut. Also es ist Wahnsinn. Von der sportlichen Seite, gut. Er ist in einem gehobenen Alter. Ja, für den ersten Eindruck ist es aber nicht verkehrt, dass er mithalten kann. Nur wie das am Ende der Woche sozusagen aussieht für die Prüfungen, ist wirklich noch offen. Man gibt es ja nicht Frühstück, Kaffee gibt es nicht. Sie sind hier nur am Rumtouren, rennen hier durch die Gegend. Was ist das für ein Kackladen hier? Sag mal, wie ist das eigentlich hier mit Frühstück? Du musst weniger reden, mehr trainieren. Auf Kommando. Definitiv mag Piet es, viel zu sprechen. Das hindert manchmal daran, dass er nicht genau mitbekommt, was ich ihm sage. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er überhaupt versteht, was ich ihm manchmal sage. Verständnisfragen auch beim Frühstück. Beim ersten Bissen geloben wir, nichts Böses mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir, nur Gutes zu tun. Also ich verstehe hier momentan nur Bahnhof. Ich meine, sind alle dolle Geschichten, aber ganz ehrlich, ich kann da nichts mit anfangen. Ich komme in so ein Kloster rein und die haben natürlich ihre Bräuche und ihre... Für mich sind es halt Geschichten, weil ich den Buddhismus nicht kenne. Ja, schön. Und mir kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Endlich das erste echte Training für die Prüfung, der Zweikampf. Grundlage für den Zweikampf ist die Abhärtung des Körpers. Der Shifu lehrt Piet, die Schmerzen beim Schlagen und geschlagen werden zu ertragen. Meine Fresse, was tut das weh? Dann musst du dich hinstellen. Musst du. Ja. Ja, noch ja. 100 Mal, dann haben wir es geschafft. Unten, oben. Und aua! Leck mir den Arsch mit deinem Scheiß. Hallo, lass ein bisschen spielen hier. Nicht so doll! Oh Mann, Speichelfresse! Scheiße, leck mir doch den Arsch! Oh. Das tut so höllisch weh. Ne? Das kann doch nicht sein, dass du nichts merkst. Das kann doch nicht wahr sein. Weniger reden, mehr trainieren. Ihr seid in Tschernobyl geboren. Ich weiß das sicher. Los, einmal noch! Unten, oben. Unten. Ja. Oh, leck mir den Arsch! Scheiße, das geht nicht! Immer wenn es unangenehm wird, hörst du auf. Und der Unterschied ist, dass wir hier in Shaolin genau das nicht machen. Wenn es unangenehm wird, machen wir erstmal ein bisschen weiter. Oh, meine Fresse! Das ist das, wenn du gegen eine Eisenstange klopfst. Weißt du das eigentlich? Das tut so unheimlich weh. Es fängt ganz langsam an. Erst spürt man so einen leichten Druck. Und dann kommt der Schmerz so langsam. Und dann kommt so ein ganz merkwürdiges Brennen. Und dann sagt er zu mir, ja, das ist dann ein tiefer Schmerz. Ja, hallo! Das nächste Training ist für die Prüfung die Pfähle. Piets Aufgabe, der Mabu, der Reiterstand in 1 Meter Höhe. Schneller. Ja, schneller, hallo. Shifu Shihengyi arbeitet zunächst an Piets wackeliger Balance in gerade mal 20 Zentimetern Höhe. Mann, das sieht so locker aus und da kackst du voll bei ab, ne? Wenn er bei uns auf dem Dorf sieht, dann sagen die, nur dreht er ganz ab. Ey. Was in 20 cm Höhe noch so locker aussieht, wird später auf den 1-Meter-Pfählen zur reinen Kopfsache. Denn ein unkontrollierter Sturz aus dieser Höhe kann schlimme Folgen haben. Die, sag mal, 1-2 Meter oder ich habe keine Ahnung, was die hier so vorhaben, das ist eine ganze Ecke. Und dann schaue ich mal, wie sanft ich landen kann. Gleich, das Kung-Fu-Training im Shaolin-Kloster ist erbarmungslos. Wir müssen irgendwo einen Frosch in den Vorfahren gehabt haben. Noch erbarmungsloser ist immer wieder der Kampf gegen den eigenen Schmerz. Wieso braucht man für einen Kampfhund einen Schein und ihr lauft frei rum? Ihr seid Waffen.
Zwei Männer, eine Challenge. Meister Shi Heng Yi bereitet den Trucker Pete auf die drei Prüfungen des Kung Fu vor. Eine der Prüfungen wird der Zweikampf sein. Schlagen und geschlagen werden. Wieder muss Pete's Schmerzunempfindlichkeit trainiert werden. Offene Handflächen, ja. Und dann fängst du an. Eins, zwei, vier, eins. Zwei. Volle Pulle auf dem Wasser. So fest du kannst. Jetzt bist du dran. Also es ist nicht so, als wenn man sich jetzt unter dem Wasserhahn die Hände wäscht. Also wenn man jetzt draufhaut, das ist, es ist wie ein Brett, sage ich jetzt mal. Und man haut ja mehr mit den Handballen. Also es spritzt nicht nur, sondern man hat schon extremen Widerstand. Ja. Und jetzt ist mir schweinemäßig kalt und ich ziehe mich jetzt erstmal um. Und dann ist irgendwie jetzt mal Sense mit Kung Fu. Diese Übung der Abhärtung würde normalerweise jedem was bringen, wenn er sie regelmäßig trainieren würde. In dem Fall jetzt, Pete hat ein bisschen Angst vor Wasser, glaube ich. Und da hat er jetzt, glaube ich, 6-7 Mal reingeschlagen. Davon kann man keine Ergebnisse erwarten. Was für seinen Lehrer eine herbe Enttäuschung darstellt, ist für Pete mehr als genug. Er hat die Nase voll und verzieht sich auf sein Zimmer. Doch Shifu Shi Heng Yi lässt nicht locker. Er hält für Pete noch eine Überraschung bereit. Jo, komm rein. Hi. Hallo, Pete. Hi. Am besten setzt du dich kurz. Ja. Weißt du, es wird sehr viele Momente geben, die werden wehtun. Ja, es wird auch Momente geben, wo du nicht weißt, wieso sag ich das jetzt, dass du das machen sollst. Und ich will einfach, dass alles, was du an deinem Körper trägst, was du zum Leben nicht brauchst, einfach hier drauflegst. Einfach, weil es wichtig ist, dass du dich wirklich komplett auf das einlässt, was ich dir sage. Ich kann ihm viele Wege zeigen, aber er muss sie gehen. Pete ist an einem Wendepunkt angelangt. Er muss sich nun entscheiden, ob er sich auf das Abenteuer ganz einlassen will oder weiter mit angezogener Handbremse fährt. Ich weiß es noch nicht, das überlege ich mir heute Nacht. So, es kann höchstens sein, dass es jetzt den witzigen Pete in dem Falle gar nicht mehr gibt, sondern dass er nur anfängt, da mitzumachen, die ganze Geschichte, und auch dem Meister mal zu sagen, dass es nicht nur eine Schnacktorte ist, sondern dass auch was kommen kann. Und ich gebe ihm morgen ein Tablett in der Hand. Da wird er mit Sicherheit überrascht, also vollkommen überrascht sein, davon bin ich überzeugt. Ja. So, jetzt habe ich den ersten Tag im Kloster hinter mich gebracht. Ich bin tierisch in Eimer, mir tun die Gräten weh. Meine Fresse, so ein Klosterleben ist nicht von schlechten Eltern. Ja, dann bis morgen und tschüss. Pietes dritter Tag im Shaolin-Kloster beginnt. Von heute auf morgen, doch irgendwann hatte ich mal weniger Sorgen. Zum Beispiel letztes Jahr im Sommer. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich das nicht packe, weil wenn die morgens so 6-7 Kilometer laufen, die haben mir erzählt, die haben so Treppen, wo die runterkrabbeln. Ich weiß nicht, was meine Beine da machen, aber im Moment muss ich ehrlich sagen, mir tun Stellen am Körper weh, da wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Insgesamt 15 Mal hoch und 15 Mal runter. Laufen, nicht gehen. Ich denke, Pete scheut sich momentan noch ein bisschen davor, an seine Grenzen zu gehen. Und da braucht er einfach Hilfe. Für Pete ist die Treppe der erste echte Härtetest. Heute wird sich entscheiden, ob er das Zeug dazu hat, das Shaolin-Training durchzuhalten. Und komplett runter. Wir müssen irgendwo einen Frosch in den Vorfahren gehabt haben, sonst kann das gar nicht. Das ist Wahnsinn. Es kann durchaus sein, dass Pete am letzten Tag sehr müde sein wird. Aber das Wichtige ist eben, dass er lernt mit Willenskraft, dass er dadurch sehr viel erreichen kann. Und die Übungen, da braucht er Willenskraft. Pete, hier an der Station letzte Übung. Aber hier volle Konzentration. Das sind so die letzten Reserven, die einen hier
rausgekitzelt werden. Aber das haben die Jungs echt drauf, das einen beizubringen, wie man da rankommt, sag ich jetzt mal. Jeder hat welche, aber keine Sau weiß, wie man rankommt. Ne? Ja, super. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Piets Knie knicken weg. Jetzt wird klar, der Tracker hat seine letzten Reserven längst verbraucht. Piet, was ist los? Beine knicken ein, es geht nicht mehr. Ich habe keine Kraft von den Beinen. Ich komme zwar drüber, aber wenn ich runterkomme, knicken die Beine weg. Du kannst nicht mehr oder du willst nicht mehr? Ich will schon noch, aber ich lege mich auf die Fresse. Es geht insbesondere darum, dass Piet hier eben lernt, auch wenn es hart wird, er muss trotzdem durchhalten. Und je mehr man diesen, ja, auf gut Deutsch nennt man es wahrscheinlich, inneren Schweinehund überwindet, desto besser ist es letztendlich für sein Resultat und für die Leistung, die er erbringen kann. Ich weiß ja nicht, was ihr für Beine habt, aber seid ihr vielleicht in Tschernobyl geboren oder so? Piet ist am Ende seiner Kräfte. Was die hier als Aufwärmtraining bezeichnen, sag ich mal, das ist schon eine ganz schöne Schippe, was die hier abziehen. Und wenn ich jetzt so nach diesem Aufwärmtraining, sag ich jetzt mal, in meine Übungen rein müsste, hätte ich keine Chance. Also ich bin ganz schön in Einheit. Doch der Meister ist unerbittlich. Unmittelbar nach Piets Ankunft im Kloster geht es weiter mit einer Trainingseinheit zum sogenannten Mabu. Also er zieht wie Hechtsuppe. Du musst einfach weniger reden, Piet, und mehr trainieren. Ich sehe zwar, dass du zitterst, aber zitter weiter. Genug gezittert. Jetzt sieht Piet rot. Nee, Alter, das haut nicht mehr hin. Weißt du was? Mach weiter, Piet. Nee, ich hab auf den Scheiß auch keinen Bock mehr. Ich sag dir so, wie das ist. Weißt du, so geht das nicht. Weißt du, im Moment krieg ich kaum noch einen Fuß voneinander. Also der Pralle ist das nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Erinnerst du dich noch, was ich zu dir gesagt hab, als ich was? In das Zimmer gekommen bin? Ja. Dass du auf jeden Fall Schmerzen haben wirst. Und es Momente geben wird, wo du nicht verstehst, warum ich dir die Aufgaben gebe. Ich glaube, es muss ja auch irgendwo alles im Rahmen bleiben. Und mir ist es vollkommen egal, ob du durchhältst oder nicht. Ich mach das. Ich mach's nicht für mich. Und irgendwie habe ich auch absolut die Schnauze voll, sag dir ganz ehrlich. Weißt du, bei uns erreichst du nichts, wenn du nicht Mühe investierst, wenn du nicht Kraft investierst und wenn du keinen Willen zu hast. Dass Piet jetzt abbricht, wäre nicht verwunderlich. Bei uns brechen sehr viele ab. Diejenigen, die aber bleiben, die nehmen einen bestimmten Nutzen für sich mit. Und ich hoffe einfach, dass er beispielsweise zu diesen Gewinnern gehört. Das sieht ganz anders aus. Nach der Tortur an der Treppe hat Sportmuffel Piet nicht mehr viel übrig für Kung Fu. Er denkt über den Abbruch nach. Doch bevor er eine Entscheidung trifft, spricht er mit seiner Lebensgefährtin Sonja. Ja, hi, ich bin's. Ah, geht so. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das auch ein Klötenverein hier, ey. Ich überlege echt, ob ich meinen Koffer packe und halt den nächsten Truck an und sehe zu, dass ich Richtung Emsland komme. Aber ich weiß es nicht. Überlege mir das und dann schaue ich mal an. Klampfe. Ich habe noch nie meine Klampfe abgegeben oder irgendwie verliehen oder sonst irgendwas. Und jetzt gebe ich diesen Leuten hier meine Gitarre. Keine Ahnung, wo es hingeht, aber ich reiße mir jetzt den Arsch auf, dass ich die wiederkriege. Dann lass uns zum Training anfangen. Piet trainiert für die Prüfung der hängende Mann. Beim hängenden Mann schöpft der Kung-Fu-Kämpfer Wasser aus einem tief hängenden Eimer in einen höheren. Eine Sache für die Bauchmuskeln, wenn man erst mal oben ist. Meine Fresse, ey. Erst mal da oben dran kommen, meine Fresse. Keine Chance, Scheiße. Übung macht den Meister. Ja, ich weiß wohl. Auf geht's. Scheiße, Mettwurst-mäßig. Da war der, müssen wir mal.
Zieh an. Ja, bin ich bei. Sag mal, keine Chance. Ich weiß noch nicht, wie ich das packe, ey. Das Problem ist, dass die Aufzüge mit dem Bauch eigentlich schaffen würde. Nur er kommt jetzt nicht hoch. Ja, das ist heftig. Das ist echt ein Schlag ins Gesicht. Ne? Im Moment bin ich echt baff. Also, ich bin selten sprachlos. Aber das ist echt eine Riesenscheiße. Noch 2 Tage bis zur Challenge. Und der hängende Mann hängt noch nicht einmal. Ja, hi. Heute war ein absoluter Kacktag. Hab mich mit so einem Kung-Fu-Fighter angelegt, sag ich jetzt mal. Sind ein bisschen aneinander gerasselt. Ich bin tierisch in Eimer, mir tun die Gräten weh. Und ich bin echt froh, dass der Tag heute erstmal vorbei ist. Der letzte Tag vor der Challenge. Was Pete heute nicht lernt, wird er morgen nicht schaffen. Mit ihrem Trainingsprogramm sind Pete und sein Meister stark im Rückstand. Bis jetzt hatte Pete nur auf den 20 cm hohen Pfählen den Mabu geübt. Die Prüfung muss er aber auf Pfählen von 1 Meter Höhe ablegen. Kommst du hoch? Ja. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Ja, hallo. So. Dann höchstens so zu sehen, eben sag ich jetzt mal. Ob Pete die Übung jetzt auf 20 cm in der 5 oder auf 1 Meter macht oder auf 2 Metern, ja, wenn er unabhängig davon das Runtergucken vermeidet, spielt es keine Rolle. Na, Alter, ist das Banane? Na gut, auch nicht schlecht, ne? Alter Schwede, das ist auch ein bisschen hoch. Nicht wie gesagt, raus, nicht täuschen lassen davon. Du hast die ganze Zeit schon hier geübt. Das ist die Höhe. Dieselbe Distanz. Dieselbe Trittfläche. Es ist aber... Es ist die scheiß Höhe. Du bist nicht konzentriert. Muss dich mehr konzentrieren. Ein Sturz von den hohen Pfählen ist gefährlich. Und für die Challenge muss Pete sich in der Höhe absolut sicher fühlen. Wird seine verspätete Anreise jetzt doch noch zum Verhängnis? Komm, halten. Weiter, weiter, weiter. Fokus geradeaus. Beine schmerzen, macht nichts. Das ist die Übung, wo ich wirklich vollen Respekt vor habe momentan, weil es sind Schmerzen, das ist nicht zu beschreiben. Ach, alter Schwede, ey. Ist klar? Nimmst du mich eine Runde Huckepack? Das nächste Training, der Zweikampf. Schmerzunempfindlichkeit ist Voraussetzung. Doch Pete konnte die Schmerzen noch nicht besiegen. Leck mir den Arsch mit deinem Scheiß, das geht nicht. Ich werde dich jetzt gleich einfach darauf vorbereiten, was ich eventuell erwarten könnte, ja? Wie erwarten? Wenn du gegen Hang Xuan antrittst. Xiang Xuan, 80 Kilogramm Fleisch gewordene Kampfmaschine. Eine ganz besondere Herausforderung. Er könnte kommen einfach mit geraden Faustschlägen, ja? Ja. Er könnte auch mit Haken kommen, ja? Ich habe gerade neue Zähne. Er könnte kommen mit Handkantenschlägen. Ja, kann alles passieren. Und Beine hat er auch noch? Ach, ey, alleine von dem Dreck. Ja. 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 Das ist simpel. Was auch geht, ist von der Seite. Wo ist denn hier der Busbahnhof? Sag mal ganz ehrlich, wieso braucht man für einen Kampfhund einen Schein und ihr lauft frei rum? Jetzt, mal ohne Scheiß. Ihr seid Waffen. Ihr seid richtige Waffen. Wenn ihr jetzt irgendwo seid, im Ort, in Disco, oder man, geht doch mal in die Disco, macht ihr gar nicht? Gehen wir nicht. Ihr haut euch lieber was gegenseitig an den Zinken, das ist auch geil, ne? Ja. Die Haut habt ihr doch nur, damit ihr nicht rostet. Der beste Kampf ist gar kein Kampf. Da hast du absolut recht. Dein schwierigster Gegner ist den du verspürst hier, dich selbst zu besiegen. Was du jetzt üben musst, ist einfach abwehren. Die hätte schon gesessen. Tut dir das jetzt nicht weh? Tue ich dir nicht weh jetzt, wenn du das so machst?
Der lacht schon wieder. Meine Fresse, mir kacken gerade die Arme ab und der lacht. Wie hoch geht man denn mit dem Arm? Bisschen höher noch oder nur so eben? Oder wie, so wie der kommt natürlich, klar, aber. Es gibt immer Vor- und Nachteile davon, wenn ich hier komme. Ja, und du bist zu hoch und wärst so ab. Ja? Ja. Eines meiner nächsten Sachen, was kommen würde. Von unten. Komm ich hier. Oh. Und dann hier. Ja. Und dann super. Scheiße. Gleich. Pete trifft auf seinen Gegner. Der Schock sitzt tief. Was soll ich da machen? In den Waden beißen oder was? Doch tatsächlich, der Tracker tritt zum Zweikampf an. Und die Aussichten? Hast du keine Chance. Zwei Männer, eine Challenge. Meister Shi Heng Yi bereitet den Tracker Pete auf die drei Prüfungen des Kung Fu vor. Pete's Challenge besteht aus den drei Prüfungen des Kung Fu. Die schwierigste ist der Zweikampf. Schon das Training ist reiner Kampf gegen den Schmerz. Scheiße. Das ist ja pure Wahnsinn. Also ich kann nur jedem raten, der irgendwo mal so einen Kung Fu-Mann trifft, leg dich nicht mit denen an. Der haut die Nase zwischen den Ohren weg. Doch genau darin besteht Pete's Aufgabe. Er soll sich mit einem Meister des Shaolin Kung Fu anlegen. Und das nach gerade einmal drei Tagen Training. Shihang Xuan, dein Gegner für die Prüfung. Oh, Scheiße. Yosan! Scheiße. Meine Fresse, wo geben sie mir so Rotorenbaby, ey. Vergiss es, ich mach mich von Acker. Hol mal einen Lastwagen, ich hau hier ab, das geht gar nicht. Was soll ich da machen, in den Waden beißen oder was? Meister. Ich hab dir gesagt, warum du so viel trainieren musst. Er versteht relativ wenig Spaß. Ja, er wird das wissen, dass du Anfänger bist. Super. Aber er weiß auch, dass ich dich trainiert habe. Ja, toll. Wenn ich gegen den Mann kämpfe, das ist genauso, als wenn ich auf der Autobahn stehe und versuche, so einen LKW anzuhalten. Mit der Einstellung wird genau das passieren, dass er dich genauso platt macht. Das ist vollkommen korrekt. Ja. Meinst du, dass ich den umhauen kann? War nur Spaß. Hat er irgendwie so einen wunden Punkt? Es gab da mal so einen Ritter, der hatte auch so ein komisches Ding auf dem Rücken. Da konntest du den Spieß rein und haben eine Pause. Vielleicht geht das bei ihm auch. Ne? Und wenn man den Verstand jetzt einschalten würde, würde ich sagen, ich klaue da hinten irgendwo so ein herrenloses Darmfahrrad und sehe zu, dass ich hier wegkomme. War wohl kein Star. Denn abends ist Pete immer noch im Kloster. Ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Bin natürlich tierisch in Eimer, mir tun die Beine weh. Aber was soll's. Irgendwann ist die Geschichte hier auch zu Ende und ich bin davon aus, dass ich alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Der Tag der Entscheidung. Heute wird Pete die drei Prüfungen des Kung Fu ablegen. Das hier ist der Kampfanzug, den normalerweise unsere Schüler tragen. Ich hoffe, er bringt dir Glück für die Prüfung. Das ist eine ganz feine Sache. Das ist total geil. Ich freue mich wirklich. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, ich werde dich nicht enttäuschen. Was eine geile Kutte, ey. Ich will nur hoffen, dass man die waschen kann, wenn man die Blutflecken wieder rausbekommt. Das ist eigentlich meine größte Sorge jetzt. Aber echt, ich freue mich da wahnsinnig drüber, wirklich. Okay. Das ist der Kampfanzug, den unsere Schüler im Shaolin-Tempel tragen. Den bekommt nicht jeder. Vielleicht ist es für Pete einfach eine Motivation, weil er diese Woche viel geleistet hat. Die erste Prüfung. Der hängende Mann. Bis jetzt war es Pete noch nicht einmal gelungen, sich an die Stange zu hängen. Wenn es Pete wieder nicht gelingt, die hängende Grundposition einzunehmen, war alles umsonst. Eine Leiter hilft. Jetzt muss der Trucker unter den strengen Blicken des Abts 20 Sit-Ups mit einem gefüllten Glas schaffen, ohne zu viel Wasser zu verschütten. Hm.
Ein Kampf gegen die Schmerzen, die eigenen Bauchmuskeln und sich selbst. Pete gibt alles und mehr. Tatsächlich. Pete hat die erste Prüfung des Kung Fu bestanden. Es war nicht die eleganteste Art und Weise aufzusteigen, aber die Prüfung ist bestanden. Ich habe es so lange nicht geschafft. Das war jetzt die Einmalparade hier. Ich bin natürlich happy, bloß mein Magen tut ganz schön weh. Und schauen wir mal. Die nächste Prüfung. Eine ganze Minute muss Antisportler Pete im Abu-Stand auf Pfählen in 1 Meter Höhe ausharren. Der Stock auf seinen Schenkeln darf dabei nicht fallen, sonst gilt die Prüfung als verloren. Bisher war seine beste Zeit im Training 40 Sekunden. Jetzt muss Pete Stärke, aber vor allem Willenskraft beweisen. Schwede, was tun mir die Haxen weh? Scheiße, ich kack ab, ey. Pete hat bei dieser Übung mit den Pfählen Standkraft bewiesen. Und ein stabiler Stand ist die Basis für stabiles Kung-Fu. Das war gut. Doch die größte Herausforderung steht Pete noch bevor. Im Zweikampf mit Shi Heng Xuan muss er beweisen, dass er bereit ist, das Unmögliche zu versuchen. Von der Prüfung habe ich richtig Angst. Ich glaube, die hauen mir richtig den Arsch voll da. Ne? Hast du keine Chance. Hier angetreten bist, beweist, dass du Willenskraft hast. Du hättest niemals eine Chance gehabt gegen ihn. Ja? Aber sehr viele wären jetzt gar nicht hier, wo du gerade stehst. Sehr viele wären vorher gegangen. Behalte die Einstellung einfach bei. Habe ich jetzt die Prüfung bestanden? Pete hat es geschafft. 5 Tage in einer fremden Welt. Danke, Meister. Und Kämpfe, die er sich so nie vorstellen konnte. Und am Ende hat er sie alle gewonnen. Mich freut es einfach für ihn, dass er durchgehalten hat. Und ich denke, er hat sehr viel jetzt für seinen weiteren Lebensweg mitgenommen. Das war eine Wahnsinnswoche, ey. Das ist, man kann es nicht beschreiben. Das ist, ich habe nie gewusst, dass man so alle gemacht werden kann. Die Jungs hier, die haben das drauf, das sind Leute aus Stahl, die spüren noch gar keine Schmerzen irgendwie. Ich bin total fertig, ich bin echt heilfroh, dass ich nach Hause komme.